Seit Anfang des Jahres sind die E-Scooter der zweiten Generation von Circ hier in Dortmund auf der Straße. Und ich lasse mir die heute einmal erklären. Hi, grüß dich. Hi Achim. So, ich bin hier mit Koray, der City Manager von Circ. Und du erklärst mir mal euren neuen Roller, der seit Anfang des Jahres hier in Dortmund auch auf den Straßen ist. Genau. Gibt ja ein paar neue Features und bin gespannt. Jo, ich fange einfach mal oben an, würde ich sagen. Das erste, was dir vielleicht auffällt, ist hier die Lampe. Die finde ich persönlich ist so ein kleines Highlight. Abends ist sie grün, wenn der Roller verfügbar ist, rot, wenn er nicht mehr verfügbar ist, so wie jetzt gerade, wird er von uns genutzt. Deswegen ist die Leuchte blau. Okay, und für mich immer auch ganz wichtig, ihr habt auch eine Geschwindigkeitsanzeige jetzt? Richtig, genau, das ist die Geschwindigkeitsanzeige. Da kann man dann natürlich auch sehen, wie schnell man fährt. Für uns auch nochmal praktisch, weil man daran Fehlercodes auslesen kann. Das ist dann aber nur für unsere internen Leute wichtig. Okay. Der sieht generell halt auch ein bisschen stabiler aus, finde ich. Also ein bisschen mächtiger. Also auch hier fühlt sich dicker an. Ja, der Lenker ist ein bisschen weiter noch. Wenn du gleich drauf stehst, merkst du das auch. Dadurch kommt noch mal mehr Stabilität. Ja, außerdem sieht man das vielleicht ein bisschen, dass das ganze Design ist ein bisschen smoother, sag ich mal, und auch gleichzeitig klobiger. Ich fange mal mit dem allerersten an, was dir auch direkt schon aufgefallen ist. Dadurch, dass der ja die Lenkstange einfach dicker ist und die Federung unten auch stabiler ist, fährt der Roller sich einfach sanfter. Damit kommt man auch besser Bordsteine hoch und runter, natürlich nur im gewissen Maße, wie es beim Fahrrad auch der Fall ist. Nächstes Highlight, wo wir auch auf Kundenfeedback hauptsächlich eingegangen sind, ist die Leuchte. Und zwar ist die jetzt einfach in einem festen Winkel. Vorher ist das leider passiert, dass sie manchmal verrutscht ist. Jetzt ist sie im festen Winkel und hat dann immer den richtigen Lichtkegel. Okay, es macht ja auch Sinn, einen festen Winkel zu haben, weil wenn er einmal vernünftig eingestellt ist, dann muss man den ja noch nicht ändern. Genau, richtig. Wie schaut es mit den Bremsen aus? Zwei Bremsen, Handbremse, finde ich immer gut. Richtig, wir haben wie beim alten Modell auch Vorder- und Rückbremse. Diesmal allerdings unterschiedlich ausgelöst. Beim Vordermodell hat man mit beiden Bremsen immer beide ausgelöst. Bei diesem Modell steht das drauf, was macht. Zuvor war die nur mechanisch, jetzt ist die elektronisch und mechanisch. Hat den Vorteil, dass auch wenn die Bremsen natürlich nach einer Zeit nachlassen, dass die elektronische Leistung nicht nachlässt. Und so kommt der Kunde sicherer zum Stand. Elektronisch bedeutet, also mechanisch ist mir klar, vom Fahrrad, da wird an einem Zug gezogen. Richtig. Und dann zieht er. Elektronisch bedeutet was genau? Elektronisch heißt einfach nur, dass quasi der Speed quasi elektronisch rausgedrosselt wird sozusagen und das passiert dann auch, während man die Bremse drückt. Okay, einfach mal eine neugierige Frage. Habt ihr eine Empfehlung, wie man bremsen sollte? Beiden Bremsen gleichzeitig. Beiden Bremsen gleichzeitig? Wie beim Motorrad und beim Fahrradfahren auch, sag ich mal. Mit beiden Bremsen gleichzeitig ist immer am effektivsten, aber ansonsten immer nur die Vorderbremse, also wenn man langsam anfährt. Getränkehalter habt ihr weiterhin dabei? Genau. Der Getränkehalter ist noch dabei. Kleine Änderungen, von denen ich weiß, dass du großer Fan bist, die nicht mehr dabei sind, ist der USB-Port und auch die Handyhalterung. Die Handyhalterung, die kommt auf jeden Fall noch nach. Wahrscheinlich auch so, dass wir die wir derzeit hier haben, nachrüsten können mit der Handyhalterung. Der USB-Port, der war leider sehr schadensanfällig und korrosionsanfällig. Deswegen haben wir den derzeit erstmal nicht weiter im Konzept, ist aber auch noch in Planung. Genau, ich habe ja auch gesehen, da war zwar eine Schutzklappe drauf, aber ich meine, da haben auch Leute mal kaputt gemacht. Ja, genau. Eventuell auch Ideen in Richtung kabelloses Laden? Derzeit schon in Planung, aber erstmal im nächsten Modell. Genau. Weil ich finde halt gerade die Handyhalterung, also auch gerade hier oben, fand ich halt auch super, wenn du halt unterwegs bist in einer anderen Stadt, wo du dich nicht auskennst, einfach um Navi laufen zu lassen. Auf jeden Fall, ja. Das kenne ich auch. Ich benutze natürlich die Scooter auch privat. Das fand ich auch immer mit am besten, dass man oben quasi Google Maps, Apple Maps, was auch immer man anhat, oben an sich anmacht und dann kommt man relativ safe und gut navigiert zum Ziel. Klingel, habt ihr immer noch so eine Drehklingel? Mit sowas bin ich ja nie so richtig warm geworden. Aber gibt es da Bestrebungen, da was zu ändern oder warum habt ihr die? Genau, immer noch diese Ratsche ist bekannter, ich sag mal, im Ausland, jetzt in den USA, da sind diese Art von Klingeln, die sind einfach ein bisschen bekannter. In Deutschland sind eher diese,
ich ziehe dran und bimmel. Genau, ich habe die nämlich halt null im also sag ich mal im Kopf. Und wenn ich fahre und ich muss klingeln, bin ich erstmal total am Überlegen. Also, das übertreiben wir nicht. Ich überlege kurz im Kopf, dann denke ich, ja, muss drehen. Dann weiß ich aber nicht vorne, zurück. Und im Regelfall bin ich dann schon an dem vorbei, wo ich klingeln wollte. Und das klassische kennst du halt von früher, vom Fahrrad halt. Genau. Da gibt es auch eine Überlegung, das einfach nochmal hervorzuheben, sei es mit Farbe oder irgendwie nochmal mit einem Sticker. Das ist noch nicht final entschieden, aber das ist uns auch schon aufgefallen und da arbeiten wir dran. Genau, ich rufe dann immer einfach. Ja. Aufgepasst und zack. Genau. Geht halt schneller. Okay. Ja. Gashebel ist relativ gleich geblieben, würde ich mal sagen. Genau, der Gashebel ist ein bisschen kleiner als zuvor, ansonsten gleich. Ich glaube, sonst die größte Änderung ist die Federung. Das wirst du auch gleich merken beim Fahren. Und die Reifen, die sehen nicht nur ein bisschen cooler aus, die sind tatsächlich auch ein kleines Stück größer. Ja, und die Federung, die macht schon noch eine Menge her. Du bist viel gefahren. Ich denke, das ist dein eigener Erfahrungsbericht am besten. Okay, wir haben ja gerade von der Stabilität gesprochen. Früher hat der hinten diesen kleinen Gepäckträger gehabt, der das Ding sehr stabil gemacht hat. Rücktrittbremse habt ihr ja sowieso nicht. Trittbrett von der Breite gleich geblieben? Nee, tatsächlich auch größer. Hat einfach damit zu tun, dass man gerne mit beiden Füßen draufsteht und dann auch oft den hinteren, ich sag mal, seitlich nimmt. Der passt jetzt natürlich immer noch nicht ganz drauf, aber da hat man einfach nochmal einen stabileren Stand. Zum Spritzschutz, auch wenn man da drauf tritt, weil man vielleicht von anderen Scootern das gewöhnt ist, da braucht man sich jetzt auch keine Gedanken machen, da kann man auch ruhig einen Fuß oder ein Bein drauf abstellen, der ist stabil gebaut, sodass auch da nichts passiert. Der ist auch, gegenüber anderen Scootern, der ist ja auch relativ verdeckt, das komplette Rad fast. Genau, wir haben halt einfach gesagt, wenn man mit so einem Ding unterwegs ist und es regnet, dann ist es einfach ärgerlich, wenn man Spritzer an die Hose bekommt und dann soll man schon durchaus ganz geschützt sein. Okay, und dann natürlich hier ein großes Feature, jetzt eigentlich nicht für den Anwender in dem Prinzip, aber für euch natürlich auch super und für generell die Umwelt, der Akku ist austauschbar. Richtig, das macht es uns nicht nur logistisch einfacher, sondern ja, ist natürlich auch umweltfreundlicher. Wir können jetzt Fahrer auf Lastenfahrrädern rausschicken, die man wahrscheinlich im Sommer zuhauf hier am See sehen wird. Wir haben verschiedene Lastenräder zurzeit zum Test. Teilweise müssen wir die Scooter natürlich auch neu positionieren. Das heißt, die haben teilweise Platz für Scooter und Batterien oder nur Batterien. Und dann kann man mit einem Klick in unsere eigenen App das Fach öffnen, das Fach mit der neuen Batterie ausstatten und wieder schließen, kurz den Scooter überprüfen. Also im Prinzip nur ins Lager holen, wenn er repariert werden muss oder gewartet. Genau. Ist wahrscheinlich auch ein Zyklus. Auch dazu haben wir schon einen Algorithmus in place, sag ich mal. Einfach auf verschiedene Customer Behavior, sag ich mal, im Sinn behält, wenn der Scooter mehrfach gemietet wird und die Miete wird direkt beendet, also zum Beispiel der Kunde kann kein Gas geben oder so, dann werden wir benachrichtigt. Dann wird der Roller auch auf den nicht verfügbaren Status gewechselt, leuchtet also rot und dann können wir ihn einsammeln und warten. Beim Ständer ist auch noch was passiert? Genau, der Ständer, der wurde jetzt auch noch nach vorne verlagert, hat ganz einfach den Grund, dass hier nochmal mehr Gewicht ist. Natürlich ist der Lenker vorne, dadurch versprechen wir uns auch noch mehr Standhaftigkeit. Der wurde auf sehr, sehr viele Weisen getestet. Wir haben ja unsere Produktionsstätte in China mit unserem deutschen Team vor Ort. Und da wurde es einfach für besser befunden, den nach vorne zu wechseln. Was da noch wichtig ist, wir wollen natürlich dafür sorgen, dass die Städte möglichst wenige umgekippte Roller haben. Das ist nicht nur für die Bürger ärgerlich, das ist natürlich auch für uns ärgerlich. Die Roller gehen kaputt, Leute verletzen sich im schlimmsten Fall. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und wenn die neue Ständerposition dazu beiträgt, dann ist das natürlich sehr cool. Alles klar. Schön. Ich bin gespannt, wie er sich fährt. Ich habe mir extra noch nicht Probe gefahren. War ja unterwegs in den Staaten, als ihr dann in Dortmund auf die Straße gegangen seid. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, freut mich. Viel Spaß dabei. Danke dir. So, vielen lieben Dank schon mal, dass du mich hast hier Probe fahren lassen. Ich bin erstmal echt gut begeistert. Der fährt sich total stabil und du merkst halt den Unterschied zu dem alten Modell. Hundertprozentig finde ich sehr schön. Stabilität.
Ich höre immer, also das hört sich für mich mehr nach Motorgeräusch an, als dass da auch so ein Tick lauter ist. Genau, das ist tatsächlich auch noch eins der Safety Features. Wollte ich dir nicht vorab nehmen, weil das tatsächlich den Fahrern eigentlich immer direkt bei der ersten Fahrt auffällt. Es wird oft gesagt, und das stimmt natürlich auch, dass Elektrofahrzeuge sehr, sehr leise sind. Mhm. Und das ist auch einfach, damit es ein bisschen mehr auffällt, also wenn man auf dem Radweg unterwegs ist, dass die Leute einen auch hören. Und ja, deswegen klingt das Ding ein wenig lauter. Ja, es klingt halt wie ein kleines Motorrad, hätte ich jetzt gesagt. Finde ich auf jeden Fall richtig gut. Bin sehr zufrieden. Ich freue mich damit, in Dortmund demnächst öfters mal rumzufahren. Und natürlich auch woanders, wo ihr am Start seid. Und ja, wenn ihr den neuen noch nicht gefahren seid in Dortmund, dann probiert's aus. Code ist eingeblendet für Freischaltung für 3 Stück. Und dann viel Spaß und dir nochmal vielen lieben Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal nochmal. Sehr gerne.